Die Tränen des Königreichs. Willkommen zurück. Ich habe hier einen relativ interessanten Ort gefunden. Hier ist ein Turm, hier ist ein Typ, hier ist ein Schrein. Also machen wir das alles eins nach dem anderen. Huam! Vom Tor, was soll das? Verflixt! Direktor Dumster, geht's dir gut? Hä? Was zum... Oh, das habe ich nur angerichtet. Oh nein, Direktor Dumster, bitte verzeih, dass ich dir keine Stütze war. Dafür gibt es keine Entschuldigung. Das konnte nur passieren, weil du mich erschreckt hast. Es mag nur ein Schild sein, aber für eine Abbildung von Direktor Dumster, die den Boden berührt, gibt es keine Entschuldigung. Direktor Dumster? Du kennst Direktor Dumster nicht? Dabei wurde er von Prinzessin Zelda höchstpersönlich ernannt. In ihrem Auftrag stellt ihr überall Materialdepots auf und bildet damit das Fundament für den Wiederaufbau Hyrules. So ganz nebenbei hat er auch noch das Bauunternehmen Dumster aus dem Boden gestampft und zu einem, nein, dem Führer... Was tust du hier? Ich war noch gar nicht fertig, dir von Direktor Dumsters Heldentaten zu berichten. Also jedenfalls, ich rede ja nicht gerne darüber, weil es die Leute jedes Mal vor Neid ablassen lässt, aber ich habe Direktor Dumster höchstpersönlich einen sehr besonderen Spezialauftrag erhalten. Meine Aufgabe besteht darin, allen Orten Schilder aufzustellen, um für das Bauunternehmen Dumster zu werben. Aber das ist nur längst nicht alles. Es handelt sich nämlich mitnichten um ganz normale Schilder. Es sind Schilder, auf denen der ehrenwerte Direktor Dumster höchst selbst abgebildet ist. Jetzt verstehst du bestimmt auch, warum es für das Herabfallen eines Schildes wirklich keine Entschuldigung gibt. Genau deswegen fungiere ich hier als Schütze. Nur keine Furcht, Direktor Dumster. Ich stütze dich in allen Lebenslagen. Oh je, aber wir stellten jetzt die anderen Schilder auf. Was soll ich nur tun? Lass doch mal los. Ach was, wir sollen mal stützen. Na gut, ich lass jetzt los. Was so, da gibt's keine Entschuldigung. Ich kleb das fest. Ich habe meinen Superkleber dabei. Ich werde wohl weiter eine Stütze sein müssen. Geht nicht? Hä, was soll das denn jetzt? Ja, der macht doch Schilder, die nicht so dumm dastehen müssen. Was so ist, ich muss mich darauf konzentrieren, dass Dumster, ich meine, das Schild nicht umfällt. Du machst es prima. Lass doch mal los. Nee, ich muss irgendwas anderes dazwischen räumen. Aber habe ich irgendwas in der Gegend, was ich dafür benutzen kann? Da hinten sind noch Gegner. Dieses Lass doch mal los ist darauf bezogen, wenn wir da irgendwas... Ist das zu groß? Kann man nicht festleben. Na gut, ich hab's nur gut gemeint, ne? Wenn der Tier... Ja. Also, es wird nicht schön, aber weißt du was? Ich bastel dir da was Schönes. Was nicht Schönes. Das wird das schönste Nicht-Schöne, was du je gesehen hast. Es wird so albern, aber es wird halten. Wartet mal ab. Wupp, wupp, das wird Mago-Style. Ich mach dir noch einen. Damit es auch wirklich hält. Und wüsste ich nicht, warum hier so viele Bäume stehen. Bäume müssen noch einen Grund haben. Gut, ich habe aber Angst, dass das Konstrukt komplett runterfällt. Ich meine, sicher ist was anderes, ne? Aber. Lass doch mal los.
Aber es wird's mal stützen. Na gut, ich lass jetzt los. Kerzen gerade. Großartig, er steht von alleine, ganz ohne ihn zu stützen. Ja, ja. Das ist ja genial. Wieso ist mir das nicht schon viel früher eingefallen? Na klar, wieso nutzen wir nicht gleich die Gelegenheit, um das Schild zu sichern? Ich mach das so, ich suche hier was fest. Jetzt sieht es perfekt aus. Alles fertig. Dank deiner Hilfe konnte ich das Schild fest im Boden verankern. Jetzt muss ich es nicht mehr die ganze Zeit stützen. Ein kleines Wunder. Hier als Dankeschön. Hey, 20 Rubine. Außerdem musst du nach all der Arbeit doch hungrig sein. Darum kriegst du ein ganz besonderes Gericht von mir. Fleischreisbällchen. Mit süßlich scharfem Fleisch gefüllte herzhafte Reisbällchen, die ordentlich satt machen. Ach ja, eigentlich bin ich dir noch zu größerem Dank verpflichtet. Das hier stammt aus meiner ganz persönlichen Sammlung, aber du hast es dir verdient. Qualmehrling. Dieser Pilz sondert bei einem bestimmten Reiz eine dichte Wolke winzig kleiner Sporen ab. Aufgrund seiner Bitterkeit ist er ungenießbar. Oh. Jetzt kann ich endlich auch andernorts wieder Schilder aufstellen. Gut, dann bin ich mal weg. Ja. Also ich fand meins viel besser. Vor allen Dingen ist immer noch so schief, wie es bei mir gerade war. Aber egal. Passt. Passt. So, da haben wir noch einen Turm. Ein Schrein. Und einen Turm. Ja, komm. Ich stehe direkt davor. Dann mache ich den jetzt auch. Ein verrückter Hund. Der Kollege mit seinen Schildern. Da kommt bestimmt noch mehr von der Sorte. Grandios. Okay, die nächste Herausforderung. Problemfixierung. Das kann ich nehmen. Dachte mir nämlich gerade, das hat doch bestimmt. Gut. Zeitlich begrenzt oder was wollen die mir hier sagen? Zu spät gesehen, dass da überhaupt ein Abgrund ist. Na gut. Ich weiß nicht mal, was das da ist. Was ist das? Ich dachte, der schießt jetzt. Hä? Ich raff immer weniger. Agiert das nur als eine Art Schläger? Aber es hat doch niemals genug Kraft. Und ich wüsste nicht, was die ganzen anderen Teile dafür sollen. Huck.
irgendwas drauf oder? Schön, aber bringt rein gar nichts. Okay. Ja. Es hat gedauert, meine Damen und Herren. Aber jetzt ist es endlich soweit. Allerdings weiß ich dann immer noch nicht. Come in and find out. Ne? Ich würde dich da gar nicht hinsetzen. Ich weiß gar nicht, wozu ich die brauche eigentlich. Ein guter Schlag und der Fisch ist rasiert. Und jetzt macht das Ding da ab. Das sieht doch lächerlich aus. Von mir aus bleibst du dran. Heidewitzka. Als ob. Und wozu den anderen ganzen Klumbatsch? Sich ein bisschen schwer abschätzen. Wow. Ja, immer diese ewigen Bauversuche. Mal sehen, ob das funktioniert. Also ich habe ja jetzt dafür gesorgt, ne? Hier hat eigentlich das rausgeguckt. Und jetzt habe ich es quasi auf die andere Seite gebaut, damit es auf die andere Seite schiebt. Die Bahn ist ein bisschen freier. Komm, wir probieren es einfach. Sollte es vielleicht eine andere Lösung geben? Aber so halte ich das Ding erstmal ein bisschen weg. Ja, Mensch. Nicht so pusten. Mach's nicht kaputt. Vielleicht kommst du ja mit Karacho durch. Jetzt musst du aber nicht fest auf den Schalter schlagen, Link. Ich wollte nur den richtigen Moment abpassen. Was machen wir denn?
Brauchen wir das sogar, damit es richtig Wumms gewinnt? Okay, das ist schon mal fest. Aber trotzdem. Ich weiß nicht. Fehlt mir noch was. Konstellation gemacht, wo ich die Platte wieder habe. Deswegen stellt sich mir die Frage, ob ich damit was anfangen kann. Mit Dampf, bitte. Sogar von der anderen Seite? Nicht wirklich. Fast. Der Winkel ist nur ein bisschen zu spitz. Von diesem. Von meinem Schläger. Ich gehe noch. Also dann schreie ich, ne? Also. Man braucht halt wirklich ein bisschen Fixierung auch. Nicht so traumhaft, wie sich das eventuell vorstellt. Oder so. Also der Schrein ist tatsächlich eine kleine Wissenschaft. Aber jetzt pass mal auf. Träume werden wahr. Ja, also ich bin mir fast sicher, das geht auch anders. Und da könnt ihr mir gerne euren Lösungsvorschlag oder wenn ihr es gemacht habt, wie ihr es gemacht habt, in die Kommentare schreiben. Denn das ist so bestimmt nicht gedacht. Witzigerweise. Vermutlich muss man einfach so einen starken Schläger aufstellen. Oder lassen wir mal, probieren wir mal. Dass auch so funktioniert. Es hätte sogar auch so funktioniert, oder? Es lässt mich nicht los. Dieser Schrein, er lässt mich nicht los. Nee, das muss ein bisschen... Ich habe keine Ahnung, wie sonst. Okay. Das war mein Lösungsweg. Bitteschön. Gott, das hat sich gelohnt. Also ich glaube, so langsam sind mir diese zweiten Truhen nicht mehr so wichtig. Da bekomme ich wirklich keine guten Sachen. Ich habe es nur abgesehen auf diese Segenslichter. Und naja. Einfach nur ja. Würde fast in Zukunft sagen, die Segenslichter sind das, was ich anstrebe und der Rest kann mir nahezu gestohlen bleiben.
kann mir nahezu stohlen bleiben. So. Ich suche noch irgendwas, was vom Himmel gefallen ist, damit ich auf den Turm komme. Oder kann ich da hochklettern? Der wird auch so beschützt wie der letzte Turm. Ha. Deswegen suche ich erstmal auch solche Brocken erneut. Aber hier scheint es die nicht zu geben, oder kann ich die noch nicht identifizieren? Ist das ein solcher? Ist ja viel zu groß. Vielleicht sollte ich trotzdem einfach versuchen zu klettern. Finden wir eine Stelle. Ah, ich sehe. Da habe ich mich jetzt aber auch ein bisschen hochgecheased, ne? Ohne Kampf geht's nicht. Ohne Kampf wird's nicht gehen. Well, danke fürs Warten. Ich bin in einer Top-Verfassung, habe ich doch gesagt. Na gut. Kann auch so, ne? Kann ich das? Die stören mich ja nicht mal. Also schon, aber. Kleines Kamikaze-Unternehmen hier. Ich hätte es nicht mal krumm gefunden, wenn man erstmal die Gegner alle hätte besiegen müssen, bevor das Türmchen zugänglicher ist für uns, aber ich nehme es so natürlich auch gerne. Und adios, amigos. Hätten wir das doch schon mal geklärt. Was habe ich denn da gesehen? Okay. Ich wollte es nur haben. Südlicher gehen wir nicht. Der Turm war einfach in guter Sichtweite. Was ist denn das da für ein Turm? Warte mal. Viel zu weit weg wahrscheinlich, aber. Da ist noch einer. Wir sind so verdammt weit oben, ist das Ding. Bedeutet das einen, den wir schon haben? Das können wir unmöglich alles schon haben. Aber es würde uns tiefer dort reinbringen. Ich glaube, das tun wir einfach nicht. Da sieht man noch sehr viele Dungeons hier. Kann die Kämpfe auch alle noch machen, wenn ich was stärker bin. Was ist das denn? Feuerfrucht?
Ich glaube, die Grünen haben wir bereits. Oder? Fast sicher. Obwohl, in der Ferne haben wir auch ganz viele Grüne gefunden. Was hat die Farbe auszusagen, Freunde? Was sagt uns die Farbe denn? Bin ich schon wieder in dem Wald? Ich habe euch doch schon mal fälschlicherweise was gehabt, oder war das was anderes? Naja, der Kurs stimmt. Ein bisschen Schreine looten. Ja, das wieder an... Na gut. Oh je, was für ein Schlamassel. Wer hätte gedacht, dass ich von meinem Freund getrennt werden würde? Sieht so aus, als würde mir ein Rauchsignal schicken. Dann sollte ich mich beeilen, um zu ihm zu stoßen. Ja. So, verdammt weit weg, Mann. Besten ja zurückdrehen. Das ist einfach nur weit weg jetzt diesmal, oder was? Weit laufen soll, ist ja auch albern. Soll man sich ein Auto bauen, ne? Das meinen die damit. Also wenn es nicht klappt, lass ich dich auf der Hälfte liegen, okay? Kann eigentlich auch so kaum gewollt sein. Aber was tun wir schon, was das Spiel will, ne? Wir machen unser ganz eigenes Ding in dem Let's Play. Scheint doch zu klappen. Keine Ahnung, was hier eigentlich Phase ist. Aber es gibt dann wieder zwei Krocksamen. Wenn alles ist wie immer. Danke, dass du meinen besten Freund zu mir zurückgebracht hast. Hier ein kleines Dankeschön für dich. Tschüssi. Kommen wir wieder zu Maronus in der Theorie. Aber muss ja nicht sofort sein. Hin und her, ne? Das tut man nicht alles. Immer was zu tun hier. Immer was zu tun. Tränenreiches Königreich. Ist wieder was runtergefallen. Was diese Abgründe angeht, ne, diese kleinen, das muss ich mir auch überall nochmal genauer anschauen, was uns das bringt. So, bin schon da. Sich wieder Teile wegnehmen. Susuyat-Schrein. Ein cooles Z vorne, wie in The Legend of Zelda.
Okay, machen wir den nächsten. Klar, klar, claro, clarissimo. Bisschen näher am Start, also vielleicht ist es ein bisschen angenehmer. In Bewegung. Mal schauen, einer guck. Wie sollen wir das selbst bauen? Ich habe doch hier fertige. Sind auch direkt so angetrieben, oder was? Richtig stark. Ah, es sind wirklich immer nur dieselben drei? Hm. Muss ich ja glatt mal gucken, was in der Truhe ist. Falsche Seite zwar, aber ist okay. Schon gut, es geht auch ein Stück cleverer. Moment. Ist nur nicht gut, all seine Ressourcen aufzubrauchen. Moment, Moment. Welche Richtung gehst du? In diese. Was wir den Autos sehen, ne? Wird mir ein bisschen schlecht, ey. Von Crafting in dieser Form und ja, generell kein Fan bin, und dann kommt halt noch Banjo-Kazooie-Aspekt hinzu. Was soll das? Gefällt mir das nicht so. Das gemeint, oder? Vielleicht. Na gut, das verstehe ich tatsächlich. Haltet euch fest. Ich hab's verstanden. Ne?
Das muss nämlich auch oben dran. Und nicht unten. Weil da die ganzen Hindernisse sind. Solche Sachen eben. Ja, Freunde, wir kriegen es ja hin, ne? Wir kriegen es ja hin. Da macht euch mal keinen Kopf. Die Frage ist nur, wie und wie lange. Und dadurch, dass ich alles klein spiele, so GG, easy, first try, gestatte ich mir das einfach mal. Ab und zu mal was anderes zu probieren und meckert da mal nicht, ne? Sonst meckere ich euch mal an. Ich finde schon wieder ein bisschen entzückend, dass mir nur ein weiteres Licht fehlt. Dass mir nur ein weiteres Licht fehlt für ein weiteres Herz. In welche Richtung wollen wir denn laufen? Nicht in diese. Zum Berg. Gucken wir uns mal kurz den Berg an. Dieser Turm, das ist der, den wir haben. Okay, schon gut. Hey, es gibt halt immer was zu tun in dem Spiel, das ist ja Wahnsinn. Weiß gar nicht, ob du dich um Grog-Samen kümmern willst, die Main-Quest, Nebenquest, die Schreine, die Türme. Einfach alles. Na, mit denen kommen wir bestimmt auch wieder nach oben, hä? Die sind auch vom Himmel gefallen. Jetzt kommt auch noch dazu, die ganzen Inseln in der Luft. Bin ich auch nicht mehr drum gekümmert, seit wir auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt sind. Ach, kein Stress, Freunde. Ah, das ist die falsche Richtung. Ganz perspektivisch. Ich würde eher versuchen, hier. Hier zu halten, hier hin zu begeben. Aber die Main Quest führt mich ja nach. Ach, wirklich? Bin schon so fernab, ne? Ich will nur, dass die grobe Richtung stimmt. Hier scheint ja wirklich gerade nichts zu sein. Wir teleportieren uns mal eine Runde. Auch wenn wir heute nur Schreine hatten und einen Turm und so. Fühlt sich das auch nach einer Menge an. Irgendwie schon. Eine Menge Arbeit. Vor allen Dingen. Ah, ich erinnere mich. Das Problem, was ich sehe. Wir wollen vermutlich eher nicht darüber fliegen oder so, sondern den anscheinend längeren Weg nehmen, oder? Naja, bei der Schlucht gibt's kein Vertun. Die Schlucht ist überall. Vermutlich eher da hinten versuchen. Land zu gewinnen. Wo habe ich denn da eine Markierung gesetzt? Ist da ein Schrein? Ich hoffe. Ja, ja. Jetzt sehe ich ihn auch. Von da aus kommen wir bestimmt besser rüber, beziehungsweise wir können da hinten den Weg nutzen. Also der Schrein ist ein ziemlich ausgebrochen guter Checkpoint. Sozusagen.
steuern wir den doch mal an. Ein Denkmal jenen Seelen, die die Verheerung von uns riss. Zelda. Warum ausgerechnet hier? Warum ausgerechnet hier? Ein Grab für die Opfer der Verheerung Ganon. Schöner Ausflug, ne? Der Schrein, ne? Nach diesem Schrein geht's dann in Richtung Main Quest zurück. Nanu, bin ich hier nicht auf dem richtigen Weg nach Rateno? Nee, ganz anders. Nachdem ich mir von einem Gerudo habe zeigen lassen, wie das geht, habe ich extra viele Sandrobbenstofftiere gehäkelt. Wollte ich ja dann an die Kinder eine Rateno-Schuhe verteilen. Das würde mich so glücklich machen, wenn sie sich über die Stofftiere freuen, aber ich habe die Angewohnheit, andere immer recht streng anzublicken. Da sind schon Kinder in Tränen ausgebrochen. Ich hab's. Ich muss nur fleißig üben, die Geschenke mit einem breiten Lächeln zu überreichen. Guten Morgen, die Frau mit den Sandrobben ist da. Da fehlt noch das gewisse Etwas. Ein Kesserspruch, ein kindgerechtes Wortspiel. Noch ein Versuch. Was machst du da? Soll ich die jetzt wieder einsammeln? Habe ich mich wieder erschrocken. Schleich dich bitte doch nicht so an. Das sind meine Sandrobbenstofftiere überall verstreut. Das war eine Riesenplackerei, 10 Stück von den Dingern zu häkeln. Soll ich jetzt auch wieder alle einsammeln? Hätte ich ja gar nicht erwartet. Dann wirf bitte zurück auf den Wagen, ja? Wenn du 10 zurückbringst, kriegst du eine Belohnung. Auf Zeit. Was? Ich muss bezahlen. Wenn ich hier Minus mache, werde ich sauer. Ja, so, das geht nicht schnell genug. Für 10 Stück. Warum muss es ganz schnell passieren? Ja, die Quest belastet mich gerade ein bisschen, das gebe ich ja zu. Man hat auch schon gemerkt, dass es nicht zu schaffen ist. Und dafür musste ich jetzt bezahlen. Das verstehe ich ja am wenigsten. Ah, hier ist ja deine Kaution zurück. Ich wollte doch nur schnell den Schrein. Ich merke schon, wir müssen zurück in die Spur kommen. Wenn ich mich verhättere in die gigantische Welt. Ist nicht gut. Tü. Große Welten, die sind's. Musst du nämlich laufen und laufen und laufen. Ich weiß. Kannst dir ein Auto craften oder ein Pferd benutzen.
Aber wir sind ja da. Den Schrein gibt's im nächsten Part und dann Richtung Mainquest zurück. Mit dann 6 Herzen. Gut. Dann Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.